So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Diese erfolgt heute relativ spät, jedoch ging es nicht früher. Die letzten zwei Wochen liefen ja sensationell. Sehr hohe Trefferquoten, egal ob im Forex-Bereich, Index-Bereich oder Aktienbereich. Nahezu jedes Setup ist eigentlich im Gewinn abgeschlossen worden und auch sauber vorher. Einstiege, genauso wie Teilverkäufe und Ausstiege und Kursziele erreicht worden. Da werden eben gerade eine Morphosis, BMW, Puma, hier noch der DAX. Das letzte hier wurde in den Videos und in dem kurzen Bericht vor den Non-Farm Payrolls-Daten gesagt, dass hier das nicht mehr obsolet wäre, beziehungsweise auch nicht mehr. Auch dieses Kursziel war erstmal eher außer Reichweite. Aber im Endeffekt, wenn man es jetzt hier sieht, auf dem 4-Stunden-Basis und höchstwahrscheinlich sogar auf Stundenbasis, ja, hat wieder diese Marke auch gehalten. Also wäre hier, wenn dann nur ein Fehlsignal entstanden. Aber wie gesagt, das wurde im Vorfeld auch eindeutig benannt, dass dieses ausgesetzt wird und ich nicht mehr am Freitag auf dieses gesetzt habe. Und die anderen Pfeile gingen dann sehr wohl sehr exakt auf. Neues Setup kann ich jetzt hier im DAX noch nicht präsentieren. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Hoch, was hier seit Mittwoch präferiert worden ist, ist gefolgt und nun dürfte sich der DAX schon Richtung Süden mehr zuwandern, aber untere Kursziele habe ich jetzt noch nicht ausgemacht und da man jetzt hier sehr große Kursgewinne mit der Long-Position gemacht hat, suche ich auch eher Einstiege und lasse höchstwahrscheinlich die Shorts aus. Deswegen gibt es hier nichts, weil ein Short-Limit würde am Freitag punktgenau noch erreicht. Das wurde auch nicht gestrichen. Zwar war es eher vermutet, dass nach den Arbeitsmarktdaten dieses Hoch folgt. Da folgte aber nur ein Hoch bei 17.030 und dann zwischen 16 und 20 Uhr war dann ein Hoch von 17.062 erreicht worden und das Limit lag bei 60,07. Das obere Limit wird gestrichen, Verkaufslimit, also Short Limit gleichzusetzen. Und hier wartet man jetzt erstmal ab. Aber neuen Zukauf wird es erstmal nicht geben, da auch die Muster hier noch auf ein weiteres Hoch mehr oder weniger aus sein könnten. Im DAX, noch im Wochenchart, ja, schön vom EMA 200 jetzt nach oben abgeprallt sozusagen und hier wäre eben noch auch ein Kursziel zu nennen bei rund 10.100 Punkten. Also im Prinzip noch abwarten, deswegen auch hier kein neues Setup. Das wäre es jetzt erst einmal. Aktien-Setups habe ich auch nicht, weil ich da auch nicht unbedingt jetzt auf Short ganz präferiere. Kommen wir zu den Forex und zum Silber Setup auch noch. Hier das Monster-Signal lief recht super, fast 200 Pips oder über 2%. Ging er hier auch nach dem Kaufsignal nach oben. Und jetzt sollte sich wirklich dann ein Rücksetzer dann etablieren. Beim Euro gegen Pfund, da bin ich ja eher im Prinzip seit der Ausführung eben skeptisch. Und bislang hat es jetzt hier auch kein neues Tief gemacht. Allerdings, hier, ich war das recht eng auch weiterverfolgen. Eher auch den Stopp hier nach unten versetzen. Aber bislang bleibt der, kann man den hier auf dieses
hochlegen. Aber hier könnte mit dem neuen Tief sofort der Rebound dann stattfinden. Also nach dem neuen Tief wird der Stopp eindeutig dann gesenkt. Oder deutlich halt gesenkt. Euro gegen kanadischen Dollar. Hier ist dann das gestrichelte Setup nach unten. Abprall. Jetzt ein Stück weiter tiefer. Den Stopp lasse ich aber noch hier unten. Es dürfte jetzt hier trotzdem kein neues Tief folgen, sondern wie auch bei den BMW etc. war Setups eben eine weitere Aufwärtsbewegung ohne ein neues Tief zu erreichen. Pfund gegen Yen, das lief ja ein-, zweimal ja super. Einmal erfolgte der Einstieg hier unten. 300 Pips, der zweite Einstieg, klar kommuniziert war hier und frühzeitig die Stop-Buy-Marke, wäre auch ein Stück tiefer gewesen, die Dings-Marke, Trendlinie, enger, also der Einstieg hätte hier unten auch fast folgen können, aber mit dem Ausbruch dieser Marke, also auf 4-Stunden-Basis, das einzige wäre hier auf Stundenbasis womöglich, ja, oder ein Ausbruch aus dem Rainbow wäre hier möglich gewesen, also ein Stück tiefer. Nichtsdestotrotz, Kursziel erreicht, übertroffen und gut, es war mal kurzzeitig erwähnt, hier auf den EMA 200, der liegt jetzt bei 1,64. Mal schauen, aber der war definitiv nicht präferiert, das aber allerdings schon. Ich schmück da mich nicht mit falschen Federn. Hier ist jetzt die Zielmarke nach unten durchbrochen worden. Einstieg fand hier ein Stück oben statt, hier an der Marke von 1,35. Und man muss hier jetzt schauen, 1, 2. Also heute sollte hier, auch wenn es noch ein kleines Tief folgen sollte, eigentlich eine Bewegung nach oben folgen, also engmaschig verfolgen. Wenn nicht, dann wird es hier ein Verlusttrade. Silber wurde dann verkauft. Der Einstieg erfolgte eben letzten Freitag, Ausstieg dann eine Woche später, 800 Pips konnten hier mitgenommen werden. Der zweite Verkaufslimit lag dann gegen, schauen wir nochmal, um 19 Uhr. Um 18.25 Uhr, allerdings habe ich auch hier ja, habe ich hier schon gegen 15.45 Uhr geschrieben, Komplettverkauf ist möglich. Also frühzeitig auch hingewiesen, dass ein Verkauf erfolgt und der ist dann eben noch erfolgt. Und ja, ein Wiedereinstieg werde ich hier suchen. Beim Gold wurde das Kursziel erreicht, aber leider eben kein Einstieg. Allerdings sind hier die Muster sehr bullisch eigentlich und könnte jetzt hier auch einfach auf dem Rainbow-Oberkante nach oben tanzen weiter. Aber ich gehe oder hoffe einfach, dann doch noch einen Einstieg weiter unten zu finden. Hier jetzt mitgehen lasse ich dann aus. Das war's, danke fürs Zuhören und ich melde mich dann morgen bzw. heute Abend, heute Vormittag nochmal wieder.